Moin Moin YouTube, heute sind wir bei einem weiteren Deckprofile, richtige Deckprofile-Wochen hier, von einem neuen Thema. Ihr seht es schon, der Rotkehler ist oben, das sind die Wanderprise-Deck oder Flow Wanderies. Ein sehr spaßiges Deckthema, ist leider nicht mehr ganz so günstig, wie es am Anfang war. Ich habe damit jetzt zwei Turniere gespielt und ja, damit ich einfach das bestmögliche Deckprofile bringen soll oder kann. Mit Evil Twins natürlich, haben wir gezogen, schöne Karte. Gehen wir aber einfach erstmal rein, der Standard-Core ist halt dreimal das Rotkehlchen oder Robina. Jeder von den Flunderies hat den Effekt, dass quasi die Kleinen sich verbannen, wenn sie das Spielfeld verlassen. Und dann haben die noch einen Summon-Effekt. Wenn der resolved, habt ihr immer eine zusätzliche Normal-Sum. Das Wichtige dabei ist, er muss so resolven, wie er da steht. Bei Rotkehlchen ist es, ihr sucht einen Winged Beast der Stufe 4 oder niedriger auf eurer Hand. Dann habt ihr die Normal-Sum. Dann in der Regel sucht ihr dann den Adlin oder Eaglin. Der sucht quasi ein Winged Beast der Stufe 7 oder höher. Entschuldigung, der Stufe 7 oder höher. Und er ermöglicht dann auch wieder enormes Summon. In der Regel halt Robina sucht Eaglin, Eaglin sucht den Kaiser, Pinguin und enormelt ihr dann. Sind die Karten verbannt, ihr enormelt ein Winged Beast Monster, dürft ihr die in der extra, also in der verbannten Zone wieder auf die Hand enden. Einmal pro Zug. Das ist quasi euer Main-Line-Up. Ihr wollt ja immer einen davon sehen. Auf Dauer könnte es vielleicht sein, dass der Adler noch auf 2 runtergeht, aber Rotkehlchen ist schon sehr, sehr wichtig. Dann zweimal den Strauß, oder in dem Fall nur Strau. Man kann ihn auf 1 spielen, aber ihr wollt einen Namen haben, deswegen fand ich ihn auf 2 sehr gut. Er ist eine DD Crow of Normal Sum für beide Friedhöfe und das kann gerade mit dem Phoenix Enforcer schon ziemlich gut sein, den zu verbannen. Zusammen mit dem Toucan, der auf Normis haben, euch einen verbannten Flow Wanderies Karte wieder auf die Hand addet, könnt ihr somit den Kaiserpinguin quasi mit Strauß verbannen, Toucan adden und dann über Toucan die Normis haben den M wiederholen. Das ist so von den Namen her das konstanteste Line-Up. Wie gesagt, den Strauß kann man auf 1 spielen, ich würde ihn auch immer rausziden, je nach Matchup, aber ihr braucht schon die Namen. Dann den Empen, der das Deck wirklich, wirklich gut macht. Hat auch mehrere Effekte. Der erste Effekt ist einfach, wenn er genormelt wird, dann könnt ihr euch eine Flow Wanderies Zauberfallenkarte adden. Das ist schon ziemlich stark. Monster in Angriffsposition, die spezial beschworen wurden, können ihre Effekte erst gar nicht erst aktivieren. Das ist auch schon gerade gegen Link sehr, sehr stark. Oder wenn ein unachtsamer Gegner ist, der seinen Exceeds-Monster in Angriffsmodus ruft, ist das schon, ja, sehr, sehr stark. Es ist eine sehr schöne Karte, ne? Dieser Pinguin, der alles slappt. Und er hat noch einen dritten Effekt. Wenn er kämpft, könnt ihr für jeden Kampf, den er macht, quasi eine Handkarte verbannen und das Monster, gegen das er kämpft, die Angstpunkte halbieren. Das kommt nicht so häufig, weil er hat auch mit 2,7 also relativ hohen Angriffswert. Aber damit könntet ihr einen Access Core Talker quasi umspielen. Die Karte ist halt schon busted. Den Schnäule spiele ich nicht. Der ist okay. Aber er ist ein paar Meters zu spät. Also er ist so ein Mini-UCT, der euch 3 Normal Sums erlaubt und alle gegnerischen Karten buckt. Ja, der Kaiser ist schon gut. Man kann ihn auf 1 spielen, weil er sich quasi über die 2 halt recycelt. Aber wenn ihr ins Grind-Game kommt, wollt ihr mit Strauß und dem Toucan gern andere Karten adden. Deswegen spiele ich ihn auf 2. Dann die stärkste Karte meiner Meinung nach in diesem Deck, Wanderprise und die unbekannten Winde. Auf 1, weil sie ist suchbar. Sie hat mehrere Effekte wieder mal, wie fast alle Karten von dem Deck. Ihr könnt Winged Beast Monster bis zu 2 vorzeigen, unter das Deck legen und 2 oder bis zu 2 neu ziehen. Das ist weniger wichtig. Viel wichtiger ist, dass ihr tributbeschworene Monster, wo ihr 2 für braucht. Winged Beast Monster, könnt ihr eine Karte stattdessen vom Gegner senden als Tributbeschwörung. Wegen diesem Wording könnt ihr damit auch die Maske der Beschränkung quasi tributen, aber nicht Zombie-Welt. Das liegt aber auch an dem Wording von Zombie-Welt und Maske der Beschränkung. Da gab es jetzt ein sehr gut informatives Video von MSTTV. Und als letzte suchbare Karte, die ihr euch suchen wollt, ist halt die Wanderprise und die sträubende Stadt. Ja, die Karte erlaubt euch im gegnerischen Zug eine Normal Summon. Kann man nur in der Main Phase aktivieren. Ist diese Karte im Friedhof und ihr tributet eine Stufe 7 oder höher Monster, könnt ihr sie verbannen und alle Karten vom gegnerischen Monster, vom gegnerischen Feld bucken, also alle Monster quasi. Ihr sucht euch in der Regel im Empen fast immer die träumende Stadt.
Weil die schon sehr, sehr stark ist. Und ja, als zweitbeste Karte im Deck, die wollte ich immer haben, ist Wanderprise und die großartige Karte. Ja, die Effekte von der Karte lässt euch schon ein bisschen um Handtraps rumspielen. Der weniger wichtige Effekt, oder ja, sind beide sehr wichtig. Auf jeden Fall im gegnerischen Zug macht der Gegner einen enormen Sum, habt ihr danach direkt auch einen enormen Sum. Das ist der Effekt von 2. Und in eurem Zug könnt ihr eine Stufe 1 Wanderprisenkarte vorzeigen, eine andere Wanderprisenkarte aus dem Deck verbannen und dann über diese Vielzahl quasi die erstgenannte Karte normeln. Und so könnt ihr quasi euch schon den Wanderprise Rotkehler vorzeigen, verbannt euch den Adlen über die Field Spell und habt dann quasi auch direkt schon euren Chainblock und Rotkehler kann was anderes suchen. Diese Field Spell ist schon sehr, sehr stark und deswegen spielen wir auch ein Terraform, das seht ihr nachher. Ja, mit der ohne die Karte wird das Deck nicht ganz so konstant sein. Es hat noch ein bisschen Konstanzprobleme bis zukünftige Sets, da gibt es nochmal Supportkarte, die das Deck richtig gut macht. Und dann kommen wir zu den Extendern, eine Barrierenstatue, der Schneewinde, der Sturmwinde, tut mir leid. Ja, es ist ein Lock und ihr specialt sowieso nicht, deswegen juckt euch das nicht. Schützt euch ein bisschen vor Zeus, weil das ist schon teilweise sehr heftig, wenn der kommt. Ja, ihr könnt ihn auch im gegnerischen Zug normeln und schützt euch auf jeden Fall vor Nibiru, aber ihr bleibt in der Regel bei 4 Summons. Dann die Karte, die jetzt preisgespiked ist ohne Ende, ist Reiser der Megamonarch. Ist tatsächlich eine sehr, sehr starke, starke Karte in diesem Deck. Er bounced bis zu 3 Karten. 2 aufs Deck quasi und eine auf die Hand. Meistens ihn selbst, damit ihr ihn nochmal machen könnt. Gerade wenn ihr die Trap und die Karte auf dem Feld habt, könnt ihr den halt zweimal im Zug machen. Dann ist das schon ziemlich cool. Als letzte Karte dafür ist der Mist Valley Apex Avian. Ist ein Winkbeast-Deck-Thema und ja, wenn man den suchen kann, warum sollte man es nicht tun? Ihr gebt den hoch, könnt ihr mit der Trap nochmal normeln. Ja, und habt damit 2 Negates und das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Als letztes, oder als letztem Engine, sage ich mal, spiele ich eine Ecclesia und 2 Punishment. Ihr könntet theoretisch 3 Punishment spielen. Ich musste ein bisschen cutten und habe mich dann dafür entschieden. Ich spiele keinen Nadir-Diener, weil er sich mit meiner Handtrap nachher beißt. Aber Punishment ist schon eine sehr, sehr starke Karte. Gerade mit dem Empen auf dem Feld habt ihr noch ein Punishment, die Trap und der Gegner kann nicht richtig interagieren. Alle Flow-Wanderies-Karten sagen, ihr könnt ein Winged Beast-Monster normeln nach ihrem Effekt. Der Empen sagt tatsächlich, ihr könnt ein Monster normeln. Deswegen macht ihr quasi mit Empen dann das letzte zusammen Ecclesia, sucht euch ein Punishment und ja, spielt von da aus weiter. Habt ihr das Punishment so, könnt ihr den Titanic Glad auf den Friedhof legen und euch die Ecclesia adden. Man kann die Nadir Engine spielen, dafür müsste man was anderes rauslassen, das zeige ich euch gleich. Ich persönlich bin aber mehr der Fan von der Handtrap anstatt von Nadir Diener. Dann bei der angesprochenen Handtrap geht es natürlich um den D-Shifter, eure Karten verbannen sich alle. Wenn sie das Spielfeld verlassen, also stört euch das nicht. Mit Reiser und Strau könnt ihr den Friedhof auch immer wieder leer halten, dass ihr den D-Shifter mehrmals resolven könnt. Und für viele Decks ist der einfach ein Turnskip. Ich glaube, das einzige Deck, was wirklich gar kein Problem hat, ist Sword Soul, aber das ist aktuell noch nicht so stark, solange noch die anderen Decks rumlaufen. Der D-Shifter, wie gesagt, kann man rausholen, sollte man rausholen, wenn man Nadir-Diener spielt, weil die Karten sich miteinander beißen. Als nächste Handtrap spiele ich die Impermanence. Da könnte man auch anders spielen, aber ich fand Impermanence ein bisschen stärker als Ash tatsächlich, weil die Karte quasi mehr Nutzen hat, wenn ihr sie auch einfach setzt und ja, dann noch Zauberfalle negieren könntet, wenn der Gegner nicht mitdenkt. Deswegen habe ich mich für die 6 Handtraps entschieden. Man könnte stattdessen Impermanence auch weglassen und Dark Ruler No More spielen. Das ist nochmal eine Ecke stärker. Aber den Permanents gibt euch so ein bisschen noch Interaktion. Die Terraforming, die ich schon angesprochen hatte, für die große Karte und den Goldsarkophag. Ihr verbannt quasi eine Wanderbriesen-Monster und habt dann quasi schon den Chainblock hergestellt. Und deswegen ist der Goldsarkophag hier sehr, sehr stark. Ihr benutzt das Extra-Deck nicht, ihr specialt nicht, deswegen bester Pot ist der Duality hier drin. Sollte man spielen. Das Deck kann generell alle Pots spielen, also von den gängigen. Man sollte aber Duality und leider die teure Karte in Wohlstand, der jetzt noch teurer geworden ist, spielen.
Man könnte hier den Extravaganz spielen, Extravaganz. Aber der Extravaganz ist dann so ein bisschen, ihr zieht zwar zwei Karten, aber ihr wisst nicht was. Und der Wohlstand lässt euch zumindest was suchen. Und die zwei zusammen sind so sehr stark. Und welchen Pot man am Ende von den beiden spielt, ist relativ egal. Duality ist sehr, sehr wichtig. Für den Wohlstand gibt es leider keinen Ersatz aktuell. Deswegen müsste man gucken, wie teuer der Extravaganz ist, um da eine günstige Variante zu haben. Dann ein Called by the Grave. Einfach für Veiler, die sehr, sehr mächtig gegen euch ist. Der D-Shifter hilft euch ein bisschen gegen den Veiler und auch gegen Lockbird. Aber ja, nochmal zusätzlich einen Call zu haben, ist schon super. Und die wichtigste Karte gegen Veiler und Permanence ist tatsächlich Book of Moon. Die wird später rausfliegen, wenn die neue Speedspell kommt von dem Deck, die eigene. Aber sie bookt euer Target für Veiler und den Permanence. Und das heißt, ihr könnt einfach weiterspielen. Kriegt ihr die nicht, habt ihr noch einen Gegner was zum Bucken und schützt so eure Barrierenstatue. Deswegen von dem Main Monster oder Main Deck Lineup 40 Karten natürlich, würde ich so, also ist für mich die beste Variante, mit der kam ich am besten zurecht. Ich habe einmal nur die D-Shifter Variante und einmal die Nadir Variante gespielt und fand das hier, der Mittelweg hiermit, doch schon so am besten. Also Punishment könnt ihr ruhig auf 3 spielen. Ja, ich würde aber nicht so viel ändern. Extra kann ich euch zeigen, aber es ist nicht ganz so relevant. Dann einmal die Winter Cherry Targets. Natürlich Evil Twins in Starlight Rare hier, sieht man nicht so gut da. Haben wir gezogen, müssen wir natürlich dann auch in einem für Winter Cherry spielen, ne? Klar. Dann haben wir jetzt noch die Apollosa. Die ist nicht ganz so stark gegen euch, dadurch, dass sie immer Chainblockt, aber die verhindert so ein bisschen das Ressourcenplay. Deswegen habe ich sie auch als Winter Cherry Target. Badig, weil Phantom Knight ist das schwerste Matchup von dem aktuellen Metadex. Die Fogblades sind so schwer zum Spielen. Deswegen habe ich mir den noch als Winter Cherry Target genommen. Eine Epkelon, damit das Deck halt nicht ganz so viel Plus machen kann. Und ein Crystal Wing für das Virtual World Matchup. Da solltet ihr vielleicht überlegen, statt ihm den Marth Match zu spielen, weil ihr kein richtiges Out gegen den habt. Das sind so meine Winter Cherry Targets. Dann haben wir noch andere Targets, quasi die Ferrigit und das Omen. Ganz selten ruft ihr die tatsächlich. Ihr dürft nicht mehr Special, wenn ihr die Raw Wanderies Karten gemacht habt, aber ihr könnt die quasi im gegnerischen Zug alle normeln und euren Zug dann hier drauf gehen. Und das macht man ganz selten, vor allem nur, wenn Zombie-Welt liegt. Dann haben wir noch als weitere Targets, die ihr tatsächlich ruft, Versammelte Nachtigall, Wandeldrossel und Sius. Die Wandeldrossel habe ich jetzt reingenommen, weil ich ein Problem mit Zombie-Welt habe und wenn ich dann zumindest den Zug überlege, kann ich was hochgeben. Das könnte auch eine Downward Magician sein und hier die andere neue Karte, die quasi direkt angreifen kann, damit der leicht auf den Sius kommt. Aber es macht ihr sehr, sehr selten. Der Sius ist zeigt gleich auch euer Winter Cherry Target, wenn ihr die spielen wollt. Den angesprochenen Titaniklat, den Aschendrachen, ja, für Punishment. Weiteres Target für Punishment ist der Fossil Rover Skull Knight und eine Entis. Da kann man sich dann jedes Mal aussuchen, was man machen möchte. Wenn der Gegner jetzt gerade nichts hat, aber euer Punishment loswerden will mit irgendwas, dann könnt ihr den Skull Knight reinlegen, in eurem Zug verbannen und was schießen. Dann könnt ihr auch schon mal den neuen Phantom, den Phoenix Enforcer baiten. Dann haben wir noch den Wind Pegasus at Ignister als Protection Effekt und den Omega. Einfach zum Recyceln. Da kann man auch, wie gesagt, eine zweite Entis spielen. Ich wollte das alles relativ gering halten. Ein weiteres schönes Target ist, wenn ihr viel Pendel-Matchups habt, Baguska. Pendel kann Baguska so einfach bauen oder auch manche Dino-Decks. Da habt ihr extreme Probleme, weil er ja alles in Defense dreht und dann könnt ihr sowieso eure Effekte nicht aktivieren. Und da gibt es so ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist soweit von dem Deckbefall. Das Side-Extra-Deck könnt ihr halt machen, wie ihr lustig seid. Nette Karten hier drin zu spielen sind auch was wie Harpien Federsturm, die ihr schon beim Pascal in Deck Profiles gesehen habt, weil ihr spielt also Winged Beast. Ist ein bisschen bricky die Karte, aber der Nutzen daraus ist sehr viel höher, als dass ihr damit bricken könnt. Also der Kosten-Nutzen-Faktor ist auf jeden Fall gegeben. Es ist ein sehr, sehr starkes Deck. Es ist kein Meta, es ist eher Anti-Meta. So ein unfaires Trudrako, was öfter mal brickt. Noch so von meiner Einschätzung nach. Und ja, ich zeige euch nachher noch die Main-Kombo, die quasi ein Karten-Kombo, wie man es mit dem Deck macht. Da kommen wir aber gleich wieder zurück. So, kommen wir mal wieder hier hin. Für die Main-Kombo braucht ihr im Prinzip nur das Rotkehlchen.
Ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, ich lege mir das jetzt mal zurecht hier. Ihr normalt die Rotkehler, aktiviert ihren Effekt, sucht euch einen ein Winged Beast Monster der Stufe 4 oder niedriger. Dann sucht euch den Adlen, den normalt ihr direkt hinterher, weil auf dem Resolve habt ihr die Normal Summon. Adlen-Effekt oder Eaglin, addet euch den Kaisen. Dann macht ihr die Tributbesammen hiervon, die beiden verbannen sich. Kaisen kommt. Dann ist es wichtig, Effekt, und ihr habt den Winged Beast normal beschworen, das heißt, ihr könntet Rotkehler und Adlen direkt aktivieren als Chainblock, um sich zu adden. Ich würde nur einen Effekt aktivieren, damit ihr den zweiten im Friedhof habt und quasi mit der zusätzlichen Normal Summon nochmal den Chainblock habt. Also addet ihr euch den Adlen. Der Kaisen addet die Field, also die dauerhafte Zauber, also die Trap. Ihr könntet natürlich auch die hier adden. Da müsst ihr euch aber sicher sein, dass der Gegner eine Normal Summon macht. Mit der Trap habt ihr so ein bisschen selber den Play. Die setzt ihr dann, habt den Adlen auf der Hand, ihr habt quasi eine Karte, ihr habt noch vier weitere Karten und im gegnerischen Zug könnt ihr dann halt aktivieren, Adlen normeln, Rotkehler adden, Adlen addet sich dann den Apex Avian, Rotkehler addet sich dann die Windstatue oder vielleicht sogar eine DD Krähe, die könnt ihr nämlich auch hier drin suchen, ich spiele sie aktuell nicht aufgrund von Platzproblemen und dann könnt ihr quasi schon wunderbar die zwei Wiedertributen Apex Avian machen und dann den Adlen zurück adden. Und da muss der Gegner erstmal da rumspielen. Das sieht sehr einfach aus, es macht extrem viel Spaß, für den Gegner weniger. Aber die Combo es brickt schon öfter mal, aber die Combo durchzukriegen, macht schon extrem viel Spaß. Und das habt ihr quasi alles so mit einer Karte geschafft und habt noch vier weitere Handkarten. Also wenn ihr Rotkehler habt und damit durchkommt, seid ihr immer sehr gut im Play. Man könnte Crossroad Designator spielen, aber der frisst zu viel Ressourcen und das Deck slackt noch ein bisschen an der Konstanz, das habe ich ein bisschen öfter jetzt gesagt. Da muss man sich dann halt auch wirklich im Klaren sein. Kommen wir mal ein bisschen zur Analyse. Das Deck ist gegen die meisten Handtraps durch das Chainblocken halt relativ immun, sag ich mal. Eine Ashe ist stark, wenn sie auf Rotkehler kommt ohne Chainblock oder ohne Field Spell. Ist aber nicht der Way to go. Nibiru stört euch gar nicht. Ihr seid in der Regel immer bei 4 Summons. Seid ihr über der 5. Sum, ist euch das relativ egal, weil ihr dann mit Kaisen ja schon gesucht habt. Das heißt, ihr habt einen gegnerischen Zug auch schon wieder im Play. Jordan Lockbird ist ein sehr, sehr starker Handtrap gegen euch. Weil Rotkehler sucht, addet euch den Adler, er chant den Jordan Lockbird auf die Summon vom Adler, weil die muss direkt kommen. Dann habt ihr quasi kein Play mehr. Der Adler muss resolven. Dadurch, dass er aber unter Lockbird ist, resolvet er nicht, habt ihr keine weitere Normal Summon. Das heißt, ihr habt zwei Stufe 1 Monster, die sich dann verbannen, wenn sie das Spielfeld verlassen haben. Ist schon ein bisschen schwierig, dann darum zu rumspielen. Wailer Impermanence sind sehr, sehr starke Handtraps, sind so fast sogar die stärksten mit Lockbird, den spielt man ja aktuell zum Glück nicht main. Deswegen habe ich mich auch für die D-Shifter-Variante entschieden, weil Lockbird muss auf den Friedhof gelegt werden und die Effekt-Wailer auch. Öffnet ihr mit dem D-Shifter, habt ihr sowieso schon ein recht gutes Play und seid euch gegen viele Handtraps immun, da müsst ihr nur hoffen, dass der Gegner keine Impermanence hat. Artefakt Lancea könntet ihr auch mal fressen, für die, die es nicht so gut wissen. Ihr verliert halt die Möglichkeit, eure Ressourcenplay zu kriegen. Die Karten werden nicht verbannt und kommen deswegen auf den Friedhof. Das heißt, ihr müsst dann später über den Strau im gegnerischen Zug dann halt die Karten mühselig erst wieder verbannen und dann weitere Summons zu machen. Also die stärksten Handtraps sind meiner Meinung nach das Wailer Package und Lockbird, dahinter Lancea. Ash sehe ich nicht so stark an. Dedekrähe, ja, fresst ihr nicht. Das ist das Gute. Und Nibiru ist wirklich das Schlechteste, was man gegen euch siden könnte. Wo hat das richtige Problem? Gegen, wie schon gesagt, Phantom Knight. Oder all solche Decks, die solche Karten spielen können. Da habt ihr extreme Probleme. Gegen aufgebaute Boards kommt ihr fast immer durch, wenn es nicht unbedingt 2 bis 3 Monster Negates hat. Nicht in Form vom Appaloosa, sondern so eher ein F0. Der Phoenix Enforcer stört euch nur bedingt. Den könnt ihr mit sehr viel Karten baiten und mit Strau könnt ihr den einfach dann auf dem gegnerischen Friedzug verbannen, also in seinem Friedhof. Und das heißt, er kann ihn auch nicht wieder specialen. Das heißt, er muss dann einen Dasher specialen oder Celestial, aber in der Regel Dasher. Trail Brigade hat quasi fast immer ein Auto-Lose, wenn ihr anfangt, weil der Empen einfach die Link-Monster komplett negiert. Der Access-Code kann zwar kommen, aber er kriegt keine Angriffspunkte. Shuraik kann zwar kommen, kann aber nicht triggern. Ihr könnt quasi drüber rennen.
Die Lyrilas-Variante mit dem Tribal Gate kann noch ein bisschen spielen, weil die fast immer durch das Board durchkommen und euch dann in Zeus legen, also auf den Friedhof legen. Da müsst ihr quasi in dem Zug schon alles establishen, dass ihr da durchkommt wieder, und das wird schwierig. Grind Game ist unglaublich stark bei diesem Deck. Die Draw Engine macht es auch nochmal sehr, sehr stark mit den ganzen Pots. Ihr könnt sogar auch 8 Pots spielen. Das Problem ist einfach nur ein Extraglanz und Wohlstand, die beißen sich so ein bisschen. Deswegen würde ich halt die 6, die ich hier drin habe. Die Dogmatic Engine macht es nochmal ein bisschen besser, sage ich mal, dass ihr das Punishment noch zu dem habt. Aber sonst, es macht unglaublich viel Spaß. Also wenn ihr die Karten habt, testet es gerne mal auf euren Locals. Auf lange Sicht wird das ein Top-Contender werden, aber aktuell eher nicht. Ja, Budget-Alternativen kann man jetzt so gar nicht richtig sagen. Man kann quasi den Topf des Wohlstands ganz weglassen, dann später vielleicht den Topf der Extravaganz spielen. Ich habe jetzt leider keinen hier, um das vorzuzeigen. Das kann aber wahrscheinlich dann virtuell eingeblendet werden. Aber Pot of Desires kann man, sollte man nicht spielen. Und der Rest kostet tatsächlich nicht so viel. Den Reiser, da müsst ihr tatsächlich das Geld in die Hand nehmen. Und der Apex Avian kostet auch nicht so viel. Deswegen, das sind die teuersten Karten. Wenn ihr die einmal habt, kommt ihr auch gut durch. Die Field Spell kostet mittlerweile auch etwas, aber da gibt es auch keine Alternativen. Wie gesagt, das sind die teuersten Karten. Den Reiser, da könntet ihr vielleicht den normalen Monarchen spielen, also den normalen Reiser. Das Problem ist einfach, der hat keine zwei Tribut-Summons. Also für die Karten müsstet ihr Geld investieren. Ihr könntet auch einfach statt ihm einen zweiten Apex Avian spielen oder halt die Schnäule, die ist auch okay, die kostet nichts. Also hier stattdessen die Schnäule, nur hier die 6, die braucht ihr auf jeden Fall, so wie sie da sind. Für die Konstanz, wenn ihr den weglassen wolltet, dann müsst ihr halt einfach 3 Karten nehmen, die euch da ein bisschen an die Konstanz bringen. Welche Karte auch sehr gut ist, Talents, die würde ich im Side spielen oder Main. Aktuell habe ich sie weggelassen, weil ich ein bisschen mit der Dogmatic Engine spielen wollte. Aber soweit vom Deck Profile. Hat euch das gefallen? Lasst mal ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ihr anders spielen würdet oder welche Variante ihr bevorzugt. Gebt ihr doch schon jetzt die ein oder andere. Wenn ihr das Deck habt, schreibt auch mal rein, wie ihr das beim Spielen ein Gefühl hattet, wie die Gegner sich gefühlt haben. Und während ihr auf die Kommentare zugeht, seht ihr auch halt quasi den Abonnieren-Knopf. Das könnt ihr gerne machen, um nicht noch weitere Videos hier zu hören und nichts mehr zu verpassen. In den Verlinkungen seht ihr auch unseren Sponsor. Wenn ihr euch das Deck auch kaufen wollt, er hat auch Sealed-Produkt, das heißt, ihr könnt euch Burst of Destiny Displays bei ihm holen und dann alles rausziehen. Ja, Best Collect, könnt ihr einfach mal reinschauen, was er so in einem Laden hat. Der hat auch mehr als nur Yu-Gi-Oh! Also auch Pokémon. Alles, was das Sealed-Herz begehrt, hat er da. Deswegen schaut mal rein. Ansonsten liken, hypen nicht vergessen. Und dann bin ich raus für heute. Haut rein, ciao und tschüss.